Die Selbstbeschreibung der Entwickler zu Minimetro klingt ungefähr so. Minimetro ist ein minimalistisches U-Bahn-Netz-Simulationsspiel, an dem ihr ein effizientes Netzwerk an Linien aufbauen und dabei ständig das Layout der Linien an die stetig wachsende Stadt anpassen müsst. Programmiert wird der Titel von zwei Brüdern aus Neuseeland, Robert und Peter Curry. Der Prototyp wurde auf dem Ludum Dare Game Jam in London im Herbst 2013 innerhalb von 3 Tagen entwickelt und seit dem 11. August 2014 steht das Spiel im Early Access auf Steam für den PC, Mac und Linux bereit. Wenn das Spiel fertig ist, sollen auch iOS und Android sowie weitere Plattformen folgen. Ich persönlich hoffe auf eine Windows Phone Version. Wer das Spiel im Humble Store kauft, bekommt übrigens neben den PC-Fassungen auch automatisch die Android-Version mit dazu. Von der Grundidee her erinnert Minimetro ein bisschen an das Brettspiel Linie 1, allerdings nur entfernt. Trotzdem habe ich mich hier gleich heimisch gefühlt. In der Early Access Version stehen noch nicht alle Level und Spielmodi zur Verfügung, aber die vorhandenen Karten kann man sogar schon anhand ihrer realen Vorbilder einigermaßen wiedererkennen. Beim Spielstart wird immer ein dezent anderer Bereich der Karte ausgewählt, die je nach Level unterschiedlichere Herausforderungen haben. In New York wird man schnell von Passagieren überrannt, in Paris und London muss man sich mit den Flüssen und den nur begrenzt verfügbaren Tunneln herumschlagen. Und so verbindet man dann Dreiecke, Vierecke und Kreise, die allesamt verschiedene Stationen darstellen und im Laufe der Spielzeit sich auf der Karte zufallsgeneriert immer neu erzeugen. Jede dieser Stationen erzeugt dabei wiederum Symbole, die die Passagiere darstellen sollen. So wollen Dreiecke natürlich immer zu einer dreieckigen Station gefahren werden. Später kommen auch noch Sterne und eher abstrakte Formen mit dazu. Je länger man spielt, desto mehr und auch desto mehr unterschiedliche Arten von Stationen werden erzeugt. Am Anfang eines jeden Levels startet man mit nur wenigen Haltestellen, 3 Linien und nur einfachen Symbolen. Im Laufe der Spielzeit füllt sich nach und nach der ganze Bildschirm. Man muss ständig überlegen, welche Linie verbinde ich jetzt mit welcher neuen Station, muss ich vielleicht auch mal eine Linie abreißen und komplett neu planen oder wo kann ich noch eine zusätzliche Linie einbauen. Alles nicht ganz so einfach. Denn, wie schon gesagt, man muss sich mit den Flüssen herumplagen, unter die man nur eine begrenzte Anzahl Tunnel bzw. Brücken bauen kann, genauso wie einem ohnehin von allem nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung stehen. Das Spiel simuliert immer einen Wochenablauf und jeden Sonntag bekommt man einen neuen Zug und die Wahl, sein Netz zu erweitern. Dabei kann man dann oft wählen, möchte man eine neue Linie bauen können? Oder neue Tunnels und Brücken oder einen Passagierwagen an die bereits bestehenden Züge anhängen. Die Entscheidung fällt im Spielverlauf nicht immer ganz einfach, weil man dank der Zufallsgenerierung natürlich auch nie so genau weiß, was man denn als nächstes brauchen kann. Aber das macht auch ein bisschen den Reiz aus, das ganze System auszutüfteln und die Stationen passend miteinander zu verbinden. Das ständig größer werdende Chaos sorgt allerdings auch für eine begrenzte Spielzeit, zumindest im normalen Modus. Irgendwann sind einfach so viele Stationen auf der Karte und so viele Passagiere, die an so viele unterschiedliche Orte wollen, dass man einfach nicht mehr hinterherkommt. Dazu tragen auch die begrenzten Ressourcen ihren guten Anteil bei. Meine längste Spielzeit war vielleicht mal bei ungefähr 15 Minuten. Das ist für einen mobilen Titel mit kurzer Spieldauer natürlich irgendwie ideal. Andererseits 15 Minuten auf dem Handy, während man auf die Bahn wartet, da kann man auch leicht mal einen Zug verpassen. Am PC ist das natürlich kein Thema. Die Steuerung funktioniert ziemlich simpel, aber einigermaßen gut. Man zieht mit dem Mauszeiger die Linien von Station zu Station, kann die Linien auch jederzeit überall anfassen und neu verschieben, neue Stationen hinzufügen oder bestehende Halte aus der Linie entfernen.
Ein großes Problem hat diese Early Access Version allerdings noch. Dass noch nicht alle Levels zur Verfügung stehen und auch ein Spielmodus bislang nicht verfügbar ist. Nun gut, es ist halt noch eine frühe Version, darüber kann man vielleicht noch hinwegsehen. Was allerdings den Spielspaß in meinen Augen im Moment noch sehr stark beeinträchtigt, ist das Fehlen von jeglichem Sounds und Musik. Im Moment ist das Spiel einfach nur stumm. Es ist zwar ein Soundtrack von Disaster Piece geplant, der auch schon anderen kleinen Indie-Titeln, wie etwa Fez oder BitTrip Runner 2, zum Soundtrack verholfen hat, aber davon gibt es halt im Moment noch rein gar nichts zu hören. Das Entwicklerduo, das unter dem Namen Dinosaur Polo Club auftritt, möchte das Spiel bis November diesen Jahres fertigstellen. Dann auch mit Musik. Ihr könnt euch jetzt in die aktuelle Beta, die ungefähr im Wochenrhythmus geupdatet wird, bereits für 6,99 € einkaufen. Der fertige Preis wird voraussichtlich bei 8,99 € liegen. Ich hatte durchaus schon die ein oder andere Stunde Spaß mit Mini-Metro, kann aber verstehen, wenn ihr noch zögern solltet, jetzt schon zuzugreifen. Die fehlende Musik ist wirklich ein Hinderungsgrund für den Kauf. Aber wer die Entwickler unterstützen und ein ganz klein bisschen sparen möchte, kann eigentlich jetzt schon zugreifen. Ich hatte auf jeden Fall schon einige Stündchen Spaß mit dem Spiel und freue mich darauf, im November dann das fertige Spiel genießen zu können.